Also erstens ist Köln schon einer der Online-Marketing-Schwerpunkte in Deutschland. Berlin ist bestimmt so das Zentrum, aber Köln ist schon so ein Cluster geworden hier. Da ist schon was los in der Online-Szene. Ja, ich bin auf der einen Seite selbstständiger Trainer und Berater. Ich gebe offene Seminare, Inhouse-Seminare bei Kunden. Ich habe zu dem Thema oder zu den Themen drei Bücher geschrieben, bin noch an anderen Hochschulen tätig, auf Konferenzen als Referent tätig. Du das. Das ist ein Begriff, der ganz oft falsch eingesetzt wird. Ja, SEM steht für Search Engine Marketing und ist damit der Oberbegriff für alles, was man mit Suchmaschinen so machen kann. Darunter fallen landläufig der Bereich SEO, also die Optimierung der organischen Ergebnisse, und SEA, was die Anzeigen sind, ja, meistens eben AdWords oder Bing-Anzeigen. Ja, Link-Building hat sich in den letzten 2 Jahren sehr stark verändert. Google wertet jeden Link wie eine Empfehlung. Deswegen hat eine Webseite, die viele Links von anderen Seiten bekommt, automatisch auch irgendwann einen Bonus und rankt dann besser. Also geht man als SEO hin und organisiert sich Links von möglichst vielen guten Seiten. Online-Marketing ist ein riesengroßes Feld, eine riesengroße Bandbreite. Das geht von ganz einfachen, sage ich jetzt mal, Dingen wie eben die Webseite, die eigentlich jeder schon hat, ja, aber die kaum marketingorientiert gestaltet ist, bis hin zu Auswertungsmöglichkeiten, was man so rausholen kann. Customer Journey Tracking und so weiter. Das heißt, dazwischen liegt irgendwo E-Mail-Marketing, da liegt irgendwo Social Media Marketing, Google AdWords-Anzeigen, Suchnetzwerk oder Werbenetzwerk-Anzeigen, Remarketing, Retargeting. Dazwischen liegt auch Mobile Marketing zählt irgendwo damit rein und hat da Berührungspunkte mit. Ist ein sehr, sehr breites Feld. Alles, was ich irgendwie mit Internetanbindung tun kann im Marketing, ist irgendwo Online-Marketing. Ja. Mit Schnittpunkten dann zum Offline-Marketing, über QR-Codes zum Beispiel oder Multi-Channel-Kampagnen. Auch das zählt da irgendwie mit rein. Also es ist eine sehr, sehr große Bandbreite an Maßnahmen, die man da ergreifen kann. Klar, also SEO ist heute deutlich anspruchsvoller als noch vor 2 Jahren, sage ich jetzt mal. Ja, da konntest du mit recht einfachen Maßnahmen noch sehr viel erreichen, auch als kleiner Anbieter. Heute musst du schon wirklich Ahnung haben davon. Also wenn ich heute noch so sehe, irgendwelche Webagenturen, die SEO nebenbei anbieten, ja, ist schwierig geworden. Durch Pinguin und Panda Update musst du heute wirklich ein Know-how dafür haben, auf dem Laufenden bleiben, auch weil die Updates heute sehr viel schneller kommen als früher. Ja, früher gab es alle paar Jahre mal irgendwie ein Update, heute kommen die fast im Monatsrhythmus, neue Updates rein. Du musst heute schon sehr, sehr tief drin in der Materie drin sein, um dann noch auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, eigentlich ist gar keine Hexerei. Es ist ein bisschen Glaskugelseherei, das stimmt schon, ja, weil man ja nicht so ganz genau weiß, was Google eigentlich will, zumindest nicht im letzten Detail. Aber es ist halt Handarbeit im Endeffekt. Es ist Know-how, es ist Verständnis für den Kunden. Und es ist auch immer weniger Trickserei, sondern viel mehr Marketingarbeit geworden. Ja, also ich habe heute eben nicht mehr die Möglichkeit, über irgendwelche Schrottlinks meine Positionen zu stärken, sondern ich muss heute schauen, wie kann ich meinen Kunden echt begeistern? Ja, wie kann ich ihn halten auf der Webseite? Wie kann ich ihn zum Weiterreichen anregen? Wie kann ich ihn zum Verlinken anregen? Also es ist weniger Hexerei, viel mehr Marketingarbeit. Ein bisschen Psychologie mit drin und eben Kundenverständnis. Teilweise kann man das fast schon so sagen. Also es herrscht schon ein gewisser Personenkult in der SEO-Szene. Ja, also die großen Köpfe sind schon sehr, sehr exponiert. Das mit der eigenen Suppe war in den letzten Jahren bestimmt so, ja. Also der SEO an und für sich ist schon eher so in der Szene drin, ja, und hat selten rausgeschaut. Aber das ist gerade ein bisschen im Umbruch. Es gibt jetzt immer mehr Bestrebungen dazu, diesen Tellerrand eben zu verlassen und auch andere Bereiche mit einzubeziehen, ja, mehr darüber zu wissen, über andere Themenbereiche. Der Marco Young zum Beispiel macht da gerade sehr aktiv eben oder forciert dieses Thema Blick hinaus über den SEO-Tellerrand sehr, sehr stark. Der macht auch eine eigene Konferenz dafür, die M3 Campix, die eben Marketing-Fokus hat über SEO hinaus. Das ändert sich gerade massiv. Das heißt, es bietet sich einfach an, nach Köln zu gehen. Und Köln hat mich immer schon gereizt einfach. Ich finde Köln wunderschön. Und habe mich immer schon gereizt, hier mal ein paar Jahre zu leben, und ich fühle mich richtig wohl hier. Also ich habe den Sprung nach Köln nicht bereut, muss ich sagen.